Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. So, ich habe jetzt gerade festgestellt, wir haben natürlich jetzt hier einen Blödsinn. Wir machen das so. Dann ergeben sich die Probleme mit den Ampeln hier. Weil sonst ging es nicht. Und auf geht's. So. Kein Problem mehr. Das dauert natürlich jetzt ein bisschen. Wir haben hier einen riesen Rückstau gehabt. Aber durch den Kreisel hier kommen die recht gut raus. Dauert, wie gesagt, jetzt natürlich eine Zeit. Aber ihr seht schon, das baut sich so schnell ab. Kein Thema. Hier ist noch okay. Das gleiche Problem, wenn wir hier... Hier drüben wahrscheinlich auch haben, oder? Weil die in beide Richtungen fahren dürfen. Aber hier wollen die gar nicht so viel rein. Die wollen hauptsächlich hier rein. Und dann natürlich hier rüber. Und da ist die Ampel okay. Aber managt sich eigentlich gar nicht so schlecht hier. Okay. Ja, hier halt will keiner arbeiten, beziehungsweise wir haben zu wenig Leute, die hier arbeiten könnten. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht echt noch verbessern könnten. Ah, die Nachfrage nach Wohngebieten ist halt jetzt ganz weg. Das ist halt wieder ein Problem. Okay, dann, pass auf, das liegt daran. Wir machen hier Folgendes, wir machen hier Steuererleichterungen auf diesem Gebiet. So, das ist der Bedford Park. Okay, also, Rauchmelder, Recycling... Aufgebot, Parks. Legale Konsum kontrollierter Substanzen lockt noch mehr Touristen an, erfordert im Gebiet höhere Polizeipräsenz und erhöht Steuereinnahmen etwas. Machen wir doch mal hier. Kostenloser Nahverkehr, die Schule ist aus. Harte Gefängnisstrafen, das ist natürlich, das beißt sie ein bisschen. Lieber mit der Fähre. Haben wir noch nicht so weit. Hohe Ticketpreise, pädagogische Zitterpellinie ist mir egal. Haustierverbot gibt es ja auch. Steuererhöhung, Steuerentlastung für gering Besiedelte. Das machen wir. Stadtplanung. Erhöht die Bodenrichtwert etwas. Das brauchen wir ja nicht. Förderung des Radverkehrs. Verbot für starken Verkehr. Dann brennen wir uns aber hier selber rein. Nicht mit mir, kein lauter Lärm in der Nacht. Auf Freizeit spezialisierte Gebiete sind über Nacht geschlossen. Ist mir egal. Altstadt, in diesem Gebiet könnten nur Anwohner und Geschäfte Motorfahrzeuge benutzen. Allen anderen ist das verboten. Nein, machen wir auch nicht. Okay, so passt es mir eigentlich. Man sollte hier auf jeden Fall ein bisschen die Laune heben. Macht's auch. Also irgendwie scheint das jetzt hier mit der Besiedlung besser zu klappen. Was natürlich auch darum dann wieder hier hilft, weil, wie gesagt, uns fehlen hier einfach die Arbeitskräfte. Und zwar ganz enorm. Wie schaut es jetzt mit unseren Müllkippen hier oben aus? Ah, die leeren sich nur so langsam. Das ist so wahnsinnig. Hier schaut es besser aus, ne? Immer noch sehr voll. Aber wirkt zufrieden. Ja, gut. Hier schaut es definitiv besser aus. Auch die Pflanzen sind alle wieder da. Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt so schnell wieder wird. So, hier sind die ganzen Fahrzeuge. Wir könnten, nachdem wir so viel Geld auf der hohen Kante haben, nochmal unsere Taxiunternehmen ein bisschen fördern. Wie gesagt, Taxiunternehmen nehmen den ganzen Verkehr aus der Stadt, weil die natürlich, die Leute sind nicht mehr auf Autos angewiesen. Das macht die Sache an sich ein bisschen prickelnder. Kann man nämlich hier noch ein bisschen die Taxiunternehmen stärken. Auch wenn das einen Haufen Geld kostet, ist mir klar. Wasseranbindung ist hier tatsächlich gerade noch so. Oh, hier machen wir es halt voll. Irgendwas war jetzt hier wassermäßig völlig durcheinander, aber das ist hier allgemein die Anbindung von unserer Kläranlage, die wir gebaut hatten. Die hängt halt hier noch ein bisschen im System rum. Oh,
machen wir es halt nochmal. Das ist schaut wenigstens nicht ganz so verwirrt mehr aus. So. Hier gehen wir hoch und hier schließen wir an die Stadt an. Dann haben wir da nämlich auch noch mal eine etwas bessere Anbindung. So, Taxiunternehmen haben alle rausgedonnert. 32 Taxis, 2 sind nur im Einsatz davon. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Hier haben wir auch wahnsinnig viel im Angebot. Auch hier möchte ich jetzt die Taxiunternehmen ein bisschen fördern. Gerade um Atomkraftwerk werden halt viel mehr Taxiunternehmen jetzt. Früher haben wir auch schon Tausende. Da müssen wir es generell in der Stadt ein bisschen pflegen. Da müssen wir es generell mal ein bisschen anheben alles. Fließt. Das ist nämlich, glaube ich, eine aus. Getrennt, ja. Jetzt geht's wieder. Okay. So, wie schaut's hier aus? Haben wir ein bisschen was, aber nicht viel halt, ne? Ich will halt nicht ja ewig viel abreißen müssen, um so einen Taxistand zu bauen. Das ist blöd, dass man die nicht anders definieren kann. Das ist keine richtigen Taxistände sind. Also so ein wie eine Busbahnhof quasi so in der Größenordnung. Das finde ich ein bisschen ärgerlich. So, pass auf, jetzt machen wir folgendes. Hier, das ist ja ein reines Wohnviertel. Da machen wir mal 2 Ecken weg. Dauert natürlich jetzt ein bisschen. Das lassen wir mal laufen. Wir müssen mal ein bisschen die Verteilung umswitchen. Und zwar haben wir nämlich einfach nur viel zu viele Teilbereiche der Stadt, die halt einfach auf Sachen spezialisiert sind, wo man sagen kann, okay. Kann man brauchen, aber wenn ihr eh schon kaum Ressourcen habt, um euch mit Waren zu versorgen, dann hauen wir halt mehr Industrieflächen raus und produzieren wir halt mehr Büro oder stellen wir halt mehr Bürogebäude auf, ne? Ganz klar. In der Hoffnung, dass es sich dann wieder ein bisschen relativiert und vor allem das Problem an der ganzen Geschichte ist, viele haben vorgeschlagen, das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Bitte da nicht in den Kommentaren lieb sein. Ja? Häuser, die verlassen sind. Soll man abreißen? Meine Lieben, müsst ihr nicht. Ihr könnt, das ist eine Bodenrichtwertfrage. Ne? Wir senken euch natürlich hier den Bodenrichtwert, ganz klar. Ja? Aber, wenn ihr die nicht abreißt, passiert genau gar nichts. Ja? Diese Gebäude werden einfach schlicht und ergreifend wieder neu besiedelt, sobald hier Bedarf da ist. Ich habe nur nie Bedarf, weil meine Stadt meistens relativ viel Fläche einnimmt. Und da ist das immer ein bisschen schwierig. So. Gucken wir mal schnell, hier haben wir die hauptsächlich die rote Linie stehen. Und die ist so arg aufgebollert, weil sie auch so arg aufgebollert sein muss. Und die schwarze Linie hat welches Problem? Abgesehen davon, dass die schwarze Linie durchaus Potenzial hier unten hat. Das habe ich noch gar nicht bedacht. Hier könnte man nämlich relativ gut mit denen arbeiten. Machen wir mal folgendes. Wir bauen jetzt hier mal ein paar Fährhäfen auf. So, die haben natürlich jetzt weder Wasser noch Strom noch sonst irgendwas. Aber das macht ja nichts. Das ist das Problem, das können wir lösen. Das ist kein Problem quasi. So, wir haben hier eine Anbindung. Okay. Dann bauen wir den nämlich nach und nach jetzt auf. Dann kommt hier nochmal eine her. Wenn wir es hinbekommen irgendwie. Na, hier würde ich es eigentlich lieber hier unten hinbauen irgendwo. Weil das ist, da müssten eigentlich Schiffe durch. Ja, da passen die nicht gescheit durch, ne? Dann lass uns das doch mal hier hinbauen.
machen wir das so. Wasser kriegen wir auch mit Sicherheit, genau. Brauchen wir eines Tages ja auch hier. Dann hier haben wir... Können wir Solarenergie nutzen. Eine Solarplatine. Wir haben so oder so Strom, ne? Also darauf kommt es jetzt überhaupt nicht an. Okay, da haben wir Dental angeschlossen. Hier hätten wir noch eine Möglichkeit. Da müssten wir allerdings mit dem Schienenverkehr ein bisschen spielen. Beziehungsweise diese Anbindung ist ein bisschen blöd. Warum ist denn hier das Ding? Weiß ich nicht mehr. Spot. Da auch wieder ein verlassenes Teil. So, jetzt kommt die Wasserstraße. Ah, ist ein bisschen arg heavy. So, hier mal eine Anbindung. Die passt. Die passt auch. Und hier geht es nicht weiter, weil wir hier nicht durchkommen. Kann das sein? Ja. Das ist ein Anbindungsproblem hier. Weil das könnte man nämlich wunderschön hier oben nutzen und bauen hier überall Fährhäfen noch auf. Weil das ist hier eh alles Wasserstraße. Aber gut. Gut, hier hinten brauchen wir es noch nicht. Das ist uns erstmal noch Banane. So. Okay. Dann. Schade, dass wir es jetzt gebaut haben. Wo wir es doch jetzt neu machen müssen. So. 30 Meter hoch. Na, 30 ist ein bisschen übertrieben. 20. Gehen wir hier hin, schließen das an. So. Jetzt ist das höher, definitiv höher gelegen, dass wir wahrscheinlich hier auch eine Schiffsanbindung herbekommen. Ja. Schiffsanbindung bis hier rüber haben wir. Und da machen wir es ähnlich. Da reißen wir das Ding hier nochmal weg. Und gehen von hier aus nochmal mit einer höheren Linie hoch. Auf 25 Meter. Weil dann können wir nämlich hier auch mit dem Schiff drunter durchfahren. Dann müssen wir bloß diese Straße, diese breite Straße hier, müssen wir auch noch anheben. Und da machen wir aber eine... Das wäre jetzt mal interessant. Zu hart. Mal so. Das sieht doof aus, oder? So ist okay. Ja, super. Okay, dann haben wir hier nochmal eine Bahnlinie. Und die geht erst ab hier raus. Das heißt, hier werden wir auch nochmal anpassen müssen. Eieiei. Ja, Wahnsinn.
So, machen wir das so. Das sollte jetzt eine Sekunde dauern und dann schaut das eigentlich alles wieder supi aus. Ja. Okay. Jetzt können wir wieder weiter mit den Schiffen arbeiten. Weil ich hätte ganz gerne hier wirklich so eine Anlegestelle. Also irgendwo, wo es halbwegs Sinn ergibt, ne? Ja klar. So, machen wir das halt so. So. Können wir hier auch noch Wohnhäuser hinsetzen. Gut. Fährverkehr. Gut, ist dran. Dann nehme ich den Teil auch. Hier gehen jetzt haufenweise Anbindungen lang. Macht aber gar nichts. Können wir genauso anschließen. Einmal an die Straße. Oh, hier hängt noch mal ganz kurz ein... Das ist wichtig, das darf nicht weg. Er muss bloß woanders hin. Ah, Moment. Bausünden der Vergangenheit, meine Lieben. Eine Anbindung. Und auch da werden wir natürlich den Fährverkehr nutzen. Gut. Okay, und das wird jetzt eben für unsere schwarze Linie, die wir hier laufen haben, wird das nämlich jetzt der neue Ausgang werden. Und zwar, du fährst jetzt einmal hier rüber noch. Wenn du eh schon hier lang kommst, kannst du auch gleich nochmal hier mitfahren. Dann beim Rückweg fährst du hier vorbei und dann nimmst du noch den hier oben mit. Gucken wir mal. Ja, passt. Passt, 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 passt. Passt, wunderschön. So, jetzt gucken wir uns natürlich dann auch nochmal diese Linie an. Wie viele hat die denn und was kann die nutzen? Da warten relativ wenige Leute, sehe ich ein. Hier ist auch, da können wir auch ein bisschen weniger Fahrzeuge jetzt erstmal geben, auch wenn sie höher ist. Meine Lieben, wie es weitergeht, das und noch vieles mehr erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge. Bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen, euer Zwerg auf ZwergTube, ciao!